He's rushing from cover! Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, ja, Call of Duty 2. Ich hatte mal wieder Lust auf einen Shooter. Jetzt fragt ihr euch, warum Call of Duty 1 nicht? Ja, weil ich den leider nicht habe. Und ja, diesen Teil hier habe ich auf der Xbox 360. Und da ich ja gerade, wie gesagt, die Xbox 360 habe ich ja nicht mehr lange, bekommt mein Bruder bald und deswegen will ich von der Xbox 360 noch so viele Spiele machen, wie ich schaffe. Ja, und dann würde ich mal sagen, Call of Duty 2. Call of Duty 3 habe ich übrigens für eine PS3. Und 4, 5, 5 hatten wir, glaube ich, schon. Den hatte ich ja mit Ivan gemacht. Ja, ein paar Teile habe ich dann noch, allerdings auf der PS3. So. Ich weiß jetzt nicht genau, den ersten Teil, glaube ich, konnte man bei der PS3 im Shop kaufen, ne? Classic oder so. Ja, mal sehen, vielleicht hole ich den dann noch später nach und so. Aber jetzt erstmal den zweiten Teil. So, Einzelspieler. Ja, nehmen wir natürlich das. Ja, soweit ist das hier. Option hatte ich schon mal geguckt im Voraus. Ja, ich spiele hier auf leicht, weil ist blind wieder. Ich kenne den Teil überhaupt nicht. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wie schwer sich das Spiel spielen lässt. Ne? Von daher nehmen wir den Pussy-Modus. So. 1939. Die deutschen Armeen beginnen mit ihrem Angriff auf Europa. Als erstes fällt Polen, dann Dänemark, Norwegen, Frankreich, Belgien, Luxemburg und die Niederlande. Wir schreiben das Jahr 1941. Mit mehr als 7 Millionen Einheiten wenden sich die Deutschen nach Osten und beginnen mit der Invasion der Sowjetunion. Mit ihrer Blitzkriegtaktik rücken sie schnell vor und schlagen gnadenlos durch die sowjetischen Verteidigungen. In weniger als 4 Monaten erreichen sie die Hauptstadt Moskau. Ohne weitere Verstärkungen muss sich die sowjetische Verteidigung Moskaus auf tausende junger Rekruten verlassen, die sich nun in der Eiseskälte des russischen Winters den gut ausgebildeten deutschen Einheiten stellen müssen. Aha. So, vorlesen tue ich jetzt hier nicht. Also das könnt ihr alleine lesen, wenn ihr möchtet. Ich überfliege das nur so ganz schnell. Okay. Willkommen bei der Grundausbildung, Genossen. Tun Sie zu überleben genau das, was ich Ihnen gleich sagen werde. Jetzt gehen Sie rüber zum Tisch und nehmen Sie die Waffen. Hier kann ich natürlich immer gucken, wie das Ziel ist. Momentan kann ich die Lautstärke erstmal noch so lassen. Die ist wahrscheinlich Zielautomatik. Hat das überhaupt eine Lautstärke? Fadenkreuz, Controller, Untertitel. Oder ist die hier anderweitig? Nee. Na gut, lassen wir erstmal so. Ist ja jetzt noch nicht so laut. Sie müssen schneller sein, Genosse. Sie benötigen eine echte Waffe, wenn Sie Feinde töten wollen. Ach, ich habe jetzt. Ich habe jetzt keine gekriegt. Ist ja wieder klar. Ist ja wieder klar, dass wir hier wieder. Ja. Gut. So. Jetzt melden Sie sich bei Kommissar Ledlev. Los. Alles klar. So, wie kann ich denn Waffen wechseln? Ach so, mit Y, okay.
Sehr gut, Genosse. Vergessen Sie nie den Stern auf Ihrem Kompass, um Ihre Ziele zu erreichen. Ja, Herr Kommissar. Okay, Vassili. Lassen Sie mal sehen, wie gut Sie zielen. Visieren Sie einen der Teddybären an. Ach so, kann ich auch von hier hinten machen. Steuerung, nein. Steuerung bitte so lassen. Ist nämlich okay so. Schüsse ist ein Gewehr besser geeignet. Kommen Sie zum Schießstand. Bereit, Genossen? Schießen Sie auf die Flasche. Hey. Aber der hat gesagt Flaschen und Teller, ne? Ich sehe noch zu viele Flaschen. Halten Sie den Arm nicht, Genossen. Sie wären jetzt tot, wenn das deutsche Soldaten wären. Ich muss erst mal wieder reinkommen. Ein bisschen. Halte ich doch schon, L gedrückt. Aber ich glaube, das ist ein bisschen... ja, kann der mal... Ich sehe noch zu viele Flaschen. Halten Sie den Arm ruhig, Genossen. Sie wären längst tot, wenn das deutsche Soldaten wären. Alter, wieso? Wieso habe ich jetzt den einen Helm da nicht getroffen? Jetzt. Alter. Jetzt so. Ich sehe noch zu viele Flaschen. Der redet immer von den Flaschen. Ich schieße da hinten viel schwierigere Dinge ab. Tatsächlich jetzt noch eine Flasche. Der schön da, die sind sogar voll mit Wein. Genau. Hier wird nicht gesoffen. Um die Helme zu treffen. Bereit? Die Helme? Aber ich hab doch... Ah, ich muss ja auch nachladen. Gut, Genosse. Jetzt kommen Sie her und schlagen die Puppe mit Ihrem Gewehr. Nein, ich muss erst mal den da noch abschießen und nachladen. Ah ja, so. Das reicht jetzt, Genossen. Kommen Sie her und nehmen Sie eine Granate. Eine das Granate? Sind Kartoffeln, Genosse Kommissar. Warum benutzen wir Kartoffeln anstelle echter Granaten? Weil echte Granaten teuer sind. Aha. Ehrlich gesagt sind sie viel mehr wert, als sie es sind. Ui. Oh, natürlich, Genosse Kommissar. Das war aber jetzt beleidigend. Jetzt werfen Sie eine Kartoffel auf die markierten Zielbereiche. Ja. So. 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 Nicht übel, nicht übel. Guter Wurf. So. Ich nehme noch ein paar Kartoffeln mit. Könnt ja. Wir haben einen Gefangenen. Kommen Sie her. Den hier. Ja, ist eine Kartoffel. Ich komme mal mit, ne? Beschütze dich. Aufhören. Bitte nicht. Töten Sie mich nicht. Unsere Truppen rücken noch weiter in den südöstlichen Genosse Sektor Kommissar, vor. Dann rücken Sie also und werden von hinter unsere Linien Halbkettenfahrzeuge unterstützt. Südosten vor. Und dort haben Sie da bestimmt auch noch mobile Artillerie. Ein deutscher Angriff formiert sich im Südosten. Es sieht ernst aus. Hören Sie, Genossen. Im Osten, im Keller eines Hauses, ist ein Waffenlager. Gehen Sie dorthin und nehmen Sie sich Munition und Vorräte. Ich kümmere mich um unseren Gast. Denken Sie an das, was Sie gelernt haben. Viel Glück. Ah ja, das war ja ein schnelles Training, ne? Uiuiuiui. Okay. Ich denke, hier ist
Ja, das ist ein Panzer, da kann ich doch niemals. Gehen wir mal hier runter. Aha. Dann kriegen wir erstmal Munition. Jetzt habe ich ein MG. Eine Pistole. Na, ich nehme dann lieber diese und diese hier. Haben wir jetzt noch richtige Splittergranaten? Jawohl. So. Ich komme hier gar nicht raus. Gibt es hier eine Leiter oder so? Ich hier etwas höher kann? Ja. Ach so, ja. LT. Auch Granate. Die muss natürlich erstmal. Haltet eure Positionen, Genossen! Noch ein bisschen! In Ordnung! Los! Bist du sicher? Oh, jetzt kommt der Panzer. Schieße die Beine weg. Alter. Oh, was ist mit dem Panzer? Oh, man kann hier auch die deutschen Waffen nehmen, aber ich bleib erstmal. Wo der Panzer. Ey! Ah, im Rücken geschossen. Ach, das ist einer von mir. Was rennt denn der da so weit vorne hin? Wir müssen einen Weg um das Tor. Bewegung! Okay, alles klar, aber kann ich mir hier mal noch ein bisschen. Nee, ne? Kann ich dann auch rennen oder so? Das sieht nicht aus. So. Hier, du Schwein. Alter! Da hast du. Englische Handgranate? Deutsche Truppen! Am Kellerfenster in diesem zerstörten Gebäude! Feuer eröffnen! Ach, das ist einer von uns. Scheiße. Ja, was ist der schon so weit vorne gewesen? Ne? Ich komm hier gar nicht durch. Okay, wir können auch hier lang gehen. Aber es macht Spaß, muss ich schon sagen. Habe ich schon Lust drauf. Entschuldigung. Ich habe da gerade eine Granate geschmissen. Hier. Also jetzt ist aber mal hier. Oh, jetzt habe ich es über den Zaun geschmissen. Hier hat uns keiner festgenagelt. So. Genau. Panzerwerfer so irgendwie. Können ja auch mal ein bisschen mit der hier schießen. Genau. Sowjetische Truppen oben im ersten Stock. Oh. Ich renne jetzt mal schnell wieder weg. Uiuiui, hinterm Tisch. Na, wo seid ihr? Mein Gott, ich dachte, wir wären keiner mehr da. Genosse, es gibt kein besseres Training als den Kampf ums Überleben. Ja klar, wo man dann auch gleich mal sterben könnte, ne? Yay, Erfolg freigeschalten.
Der Krieg ist eine Reihe von Katastrophen, die zu einem Sieg führen. Gregors Clemens irgendwas. So. Fortsetzen. Ja, ich werde die Partlänge mal so auch so immer so bei 20 bis 25 lassen, oder? Was meint ihr? Ja, könnt ihr mir leider jetzt nicht sagen. Oh, jetzt habe ich wahrscheinlich zu schnell weggedrückt. Aber könnt ihr ja pausieren, ne? Wenn ihr es lesen wollt. Oder soll ich von Mission zu Mission einen Schnitt machen? Könnte ich auch machen. Ist vielleicht besser, wa? Dass ich immer am Anfang der Mission vielleicht, es sei die Mission dauert viel zu lange, dann mache ich auf jeden Fall Höchstfall bei 25 dann einen Schnitt. Ja. Aber ich habe jetzt eigentlich noch keine Lust, einen Schnitt zu machen. Aber ich weiß nicht, wie lange das hier geht und dann mittendrin einen Schnitt machen, naja, sollte nicht so oft passieren. Okay, dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Call of Duty 2 und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.